Wind und Wetter haben ihre Spuren hinterlassen. Das passt gut zur Kirchstraße. Denn um Luft dreht sich bei ihr viel. Angefangen in der Kirchstraße Nummer 19. Luft zum Leben. Atmen, um zu überleben. Seit 36 Jahren stellt die Firma Stefan Beatmungsgeräte für Frühgeborene her. Ihre Geräte helfen Frühchen auf ihrem holprigen Weg ins Leben. Wenn dieses Gerät ausfällt, dann hängt da meistens schon ein Menschenleben hinter. Oder eben halt Frühgeborene. Ich war auch im Krankenhaus schon mit raus, hab mir das angeguckt. Also ich weiß halt, für was es ist. Und es sind halt wirklich ganz kleine Kinder da dran. Und das ist schon wichtig, halt, dass wir das vernünftig bauen und vernünftig prüfen. Tanja Stefan hat die Firma von ihrem Vater übernommen, vor knapp 20 Jahren. Nicht ganz freiwillig, wie sie sagt. Als ihr Vater plötzlich schwer erkrankte, musste sie ran. Ich persönlich hatte also drei Beweggründe. Einmal, dass es eben das Lebenswerk meines Vaters ist. Der zweite Grund waren die Mitarbeiter, die man nicht einfach mal so entsorgt. Und der dritte Grund, die Patienten, groß wie meine Hand. Also da muss man einfach mal sagen, okay, Beine in den Boden, Kreuz durch und Ärmel hoch. Da geht nicht anders. In einem Kuhstall in der Kirchstraße haben sie die ersten Geräte zusammengebaut. Dann stand die Firmenerweiterung an. Standort Gackenbach vergrößern oder wegziehen. Nee, hier, das ist bodenständiger, das ist irgendwo echter, das ist authentisch. Und nicht irgendwie so schickimicki. Nee, wir bleiben hier auf jeden Fall. Die Firma aus dem Westerwald ist eine von gerade mal 10 weltweit, die sich auf die Hightech-Sparte spezialisiert hat. Die Beatmungsgeräte aus Gackenbach liefern Frühchen auf der ganzen Welt Luft zum Leben. Die Kirchstraße von Gackenbach liegt inmitten des Westerwälder Buchfinkenlands. Hier singen nicht nur die Vögel. Oh, my mother in the promised land, she's want to go to the promised land. Das ist halt ein sangeslustiges Volk, feiert gern, ist gesellig, trinkt auch gerne mal ein und hält stark zusammen. So eine Kleinregion, die muss ich nach außen stark präsentieren und nur zusammen sind wir stark. Mit einer guten Atemtechnik und Stimmgewalt haben es die Männer vom Gesangsverein weit geschafft. Meisterchor dürfen sie sich nennen. Doch das ist für die Männer nicht alles. Also mir ist es lieber, wir haben eine schöne Gemeinschaft. Wir sitzen nach der Gesangsstunde bis, weiß ich, 1 Uhr hier. Und es sind noch 10, 12 Leute da und man erfährt was übers Dorf. Den Männerchor Cecilia gibt es schon seit 116 Jahren. Nachwuchsprobleme haben sie nicht. Der Jüngste hat gerade mal den Stimmbruch hinter sich. Der Älteste ist schon über 80. Obwohl der Männerchor meisterlich singt, verzichten sie hier auf eine Aufnahmeprüfung. Im Buchfinkenland kann eben jeder singen. Die katholische Kirche St. Bartholomäus, die Namensgeberin der Straße. Gebaut ganz oben, da wo der Wind besonders pfeift. Und das passt zu ihr. Die Orgel bedeutet für mich eben Leben. Und sie ist kein Todesinstrument, sondern sie lebt. Und das sieht man eben auch, weil sie mit Wind arbeitet und dadurch im Grunde auch lebendig wird. Ralf Ziesling ist ein wahrer Orgelliebhaber. Die Durham-Orgel ist sein Eigentum. Er hat sie in England vor dem Verschrotten gerettet, nach Deutschland bringen und restaurieren lassen. Seit 2008 steht sie nun in der Kirche St. Bartholomäus. Ich bin öfters in England gewesen und bin immer noch jedes Jahr einmal in England und habe die Orgel dort kennengelernt, diese englischen Orgeln. Und die haben mich so fasziniert von ihrem Klang, von ihrer Wärme und Mächtigkeit, aber auch von ihrer Zurückhaltung, dass ich gesagt habe, so etwas brauche ich noch.
Das Orgelvirus hat Ralf Zieslick schon als Bub erfasst. Einen Moment wird er nie vergessen. Ich glaube, es wurde damals das Lied intoniert, Großer Gott, wir loben dich. Und mit allen Glocken, mit allen Schellen und mit diesen Orgelklängen, denke ich mal, war das der Moment, wo mir klar wurde, das möchtest du auch irgendwie lernen. In St. Bartholomäus steht noch eine zweite Orgel. Auch dieses Instrument hat der Organist mitgeplant und gebaut. Der Clou? Die Orgeln sind miteinander verbunden. Ralf Zieslick kann von seinem Platz aus alle Register ziehen. Orgelliebhaber kennen Gackenbach. Ich weiß also, dass er immer bekannter wird. Stück für Stück. Mit einem langen Atem sozusagen, aber die Orgel hat ja auch einen langen Atem. Und das passt gut zur Kirchstraße. Der Wind ist schließlich ihr prägendes Element.